ist Ranja und Easy und ich machen Hallo. Heute eine weitere Glücksrad-Challenge-Bau-Schloss-Version. Was bauen wir heute? Ein Schloss. Bauen ein heute Schloss. Ein Schloss. Wir schauen wieder, was das Glücksrad entscheidet, was wir bauen sollen heute. Ja, wir ein die rosanes Schloss. Vielleicht ein rosanes Schloss. Ich habe das als Thema auf jeden Fall drin. Das Wirklich? Ist eine Möglichkeit. Ansonsten würde ich sagen, auf geht's. Und ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr als nächstes Thema sehen möchtet. Falls ihr da was sagt, ich möchte unbedingt ein Tierheim oder ich möchte unbedingt ein Kreuzfahrtschiff, dann könnt ihr mir das gerne schreiben und dann kann ich das machen. Ich hätte gerne eine Toilette. Bitte schreibt nicht, ich hätte gerne eine Toilette. Alles klar, unser erster Glücksrad-Roll des Tages ist wie immer das Biom, ja? Wir haben zur Auswahl Mystic Groves, Dünen, Bamboo Forest, Outback, Swampland, Blossoming Fields oder Meadow. Wir nehmen immer die Sachen raus, die wir schon hatten. Letzte Folge hatten wir Gold Desert. Gold Desert. Das ist jetzt weg. Dafür haben wir den Bamboo Forest mit drinne. Wow. Und wir rollen. Oh. Das war fast Mystic Grove. Es war fast Mystic Grove. Wir haben Meadow. Meadow ist perfekt. Ja? Da haben wir richtig viel Platz. Ja. Okay. Ja, stimmt. Dann haben wir Platz und es ist schön. Dann haben wir eine Landschaft. Alles klar. Dann machen wir weiter. Als nächstes rollen wir, wie groß unser Plot ist, damit wir auch wissen, was wir bauen können. Wir haben einen ganz, ganz kleinen Plot mit 8x8. Dann haben wir 16x16, 24x24 und 8x32. Es wird ein Schloss. Letztes Mal haben wir Pech gehabt, haben einen echt kleinen Plot gerollt und mussten einen Freizeitpark drauf bauen. Aber ich glaube, bei einem Schloss ist es besser. Da können wir ja auch in die Höhe bauen sonst. Das stimmt. Oh mein Gott, wir haben 8x8. Ich bin aber auch zuverlässig. Roll ich das Kleinste. Was soll denn das? Wie sollen wir das denn machen? Ja. Das wird unmöglich. Na gut, okay. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Ah, es wird spannend. Gut. Okay, als nächstes rollen wir, wie viele Türme unser Schloss haben wird. Weil jedes gute Schloss hat Türme. Wollen wir sagen, dass die Basis auf 8x8 stehen muss, damit die Türme nach außen gebaut werden können? Weil ich glaube, sonst wird es unmöglich. Nein, 8x8, Ronja. 8x8. Das sind die Regeln. Na gut. Ein Turm, ein Turm, ein Turm, ein... Es ist tatsächlich ein Turm. Ich habe es hervorbeschworen. Alles andere wäre unmöglich geworden. Ja. Wir bauen einfach ein großes Turmschloss. Wir können ja oben so eine Plattform bauen. Das ist kein Problem. Aber wir haben einen essentiellen Turm. Als nächstes haben wir, wie viele Etagen wir haben. Und zwar sind es auch 1 bis 4. Und da haben... Das ist egal. Da können wir in die Höhe bauen. Da kriegen wir 3. Das heißt, wir müssen einen relativ hohen Turm bauen. Das kriegen wir mal hin. Klingt machbar. Okay, wenn wir schon am Bauen sind, können wir noch unser Farbthema beschließen, damit wir auch mit den richtigen Blöcken bauen. Und zwar haben wir dunkel, rot, orange, gelb in Naturfarben, Pastell, grün, blau, pink, lila und Regenbogen. Und unser Glücksrad, ja, sagt Pastell. Yes, nee, das ist schön. Nee, nein, nee, grün, nein. Blau. Vielleicht kriegen wir aber unter Wasser als Thema. Wir rollen jetzt nämlich Team. Und zwar... hoffe ich auf... Ich hätte gerne Prinzessin oder... Oh, wir kriegen Regenwald. Regenwald passt gut zu grün-blau. Dann können wir so einen Wasserfall vielleicht machen und dann können wir das alles so umwachsen machen. Warte, mit Lianen. Regenwald? Regenwald. Halt so tropisch, weißt du? Ja. Ich glaube, das geht. Und unser letztes Glücksrad für heute ist das Highlight, wie wir es ja schon kennen. Wir haben einen Pferdestall, einen Rutscher, einen Pool, Gemüsegarten, Wunschbrunnen oder Wasserfall. Und unser Rad... Auf einem 8x8-Plot. Auf einem 8x8-Plot. Mit einem Schloss. Mit einem Schloss. Eine Rutsche. Eine Rutsche ist machbar. Eine Rutsche ist machbar. Die können wir außenrum machen. Oh, gar perfekt. Kein Problem. Der 8x8-Plot, der wird uns ruinieren. Ich sag's dir. Na ja, gut. Auf geht's. So, wir sind in unserem kleinen Plot mit dem schönen gelben Rahmen, den die sie hier schon gezaubert hat. Und jetzt müssen wir in dieses kleine Ding ein Schloss bauen. Ja, müssen wir. Oh mein Gott. Wie soll das denn enden? Okay, wo wollen wir unseren Eingang haben? Richtung Wasser? Ja, oder? Okay, wunderbar. Mach erstmal den Bodenhüpfer, ja? Wir haben ja blau-grün und ich dachte mir, da kann der Boden richtig schön grün sein. Oh, du machst so dunkles Gras. Ja, ja. Dunkelgrün ist doch gut. Ja, ja. Auf jeden Fall. Und dann können wir überall so Ranken machen. Das wird hübsch. Es wird nur schwierig von der... Von der Schlossmauern. Warte mal, ich gebe dir mal hier. Das wären die Schlossmauern. Ist das okay? Ja, ja, das habe ich auch schon. Dann haben wir hier einen Eingang. Dann mache ich hier so einen Torbogen. Zu unserem Schloss. Genau. Hier ist der Torbogen. Genau, wunderschön. Und Turm. Was wollen wir mit dem machen? Wie bitte? Hier hin? Den Turm? Oh ja, genau. Ja? Ja, ja. Ist okay? Das Ding ist, machen wir im Turm dann so eine Art Wendeltreppe? Wahrscheinlich, oder? Ich denke schon, ja. Oh, das wird viel zu eng. Eine Leiter am besten. Ja, eine Leiter. Damit eine Wendeltreppe nimmt zu viel Platz. Ja, genau.
Aber ich glaube, blau-grün kann hübsch aussehen von den Farben. Das fügt sich hier auch ganz hübsch ein. Wenn man hübsches Grün wählt, ja. Ja, das Ding ist, das Dach würde rüberragen, Easy. Ich mache mir hier Sorgen. Oh, mit dem Turm? Ja, ja. Wie wäre es, wenn du den Turm hier beendest? Und wir machen jetzt was ganz, ganz Ausgefallenes. Wir bauen schräg einen Turm an, so in etwa. Wir bauen schräg einen Turm an? Ja, einen zweiten Turm quasi, den wir in den ersten Turm reinbauen. Und hier kommt dann so eine Tür hin oder so. Und das ist dann so eine Art Dachterrasse? Sozusagen. Okay. Das wird jetzt ein modernes Schloss, okay? Also wir haben jetzt hier merkwürdige Formen. Ja, aber manchmal muss man auch mit der Zeit gehen, ja? Das ist... Viele Sachen wurden ja... Ich versuch mal, guck mal, ob es grüne Fenster gibt. Warte, wie viele Etagen haben wir jetzt in dem Turm? Der ist doch viel zu hoch. Der ist schon ein bisschen zu hoch, ja. Vielleicht muss das hier oben doch tatsächlich weg. Ja, das ist aber schade. Ah. Dieser wunderschöne Anbau, es bricht mein Herz. Wie können wir ihn doch jetzt erstmal gar nichts. Weißt du, was wir alternativ machen können? Flachdach. Damit der hübsch aussieht. Wir machen einfach den hier. Was machst du? Ja. Ah, wir machen so Burgzinn. Ja. 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 Super easy. Super-tastisch. Wunderschön. Besser kann ich es mir nicht vorstellen. Ah, du baust hier so Schichten ein für die Etagen. Ah. Edel. Danke. Das ist natürlich ganz schön schick. Okay, ich baue eine Rutsche. Möchtest du die in den Innenhof, ja, oder? Entweder vom Turm nach unten. Das Problem ist, das muss ich halt auf der Innenseite bauen. Weil wir dürfen ja nicht über die, ne? Was könnte man denn für eine Rutsche machen? Wir können eine Wasserrutsche bauen, theoretisch. Dann sieht es aus wie ein großer Wasserfall. Wir können auch das machen, aber dann rutscht man halt einfach in seinen Tod. Ich meine, wir können theoretisch, ja? Wenn ich eigentlich jetzt hier unten, hier auf diesen Punkt, ein bisschen Wasser hinbaue. Ja, mach mal einen kleinen See da. Ich mache einen kleinen, genau, so einen kleinen Teich. Ja. Kann man da jetzt reinrutschen? Rein theoretisch. Wenn ich jetzt hier rutschen würde. Ich bin ein Kind, ich rutsche, juhu. Yes! Ja, okay, perfekt. Wir haben eine Rutsche. Funktioniert super. Das sieht saugefährlich aus. Und die Chance, dass du auf die Burg zinnknallst, ist nicht unbedeutend. So, das ist unser fertiges Winzig-Schloss, okay? Das ist wirklich eine Herausforderung. Ich wollte eben, ja, wollte ich gerade Lianen außen dran hängen. Da war die Easy schon so, nee, das darfst du nicht, das ist über die Grenze. Das ist verboten. Sorry. Ja, in Ordnung. Okay, wir haben hier einmal unseren Eingangsbereich, ja? Wir haben hier einen kleinen Pool, der Nutzen wird später noch klar. Ich glaube, das habe ich sogar schon gezeigt, aber gut. Dann haben wir hier. Ja, ich gehe erstmal in den Turm hoch. Das ist ja unser Highlight. Hier waren mal Treppen. Die waren da, bis der Fahrstuhl gebaut wurde. Die habe ich gerade abgebaut, weil ich könnte jetzt einen Fahrstuhl bauen. Ja, jedenfalls gut. Aber hier geht's hoch. Wie ihr seht, ja, sau dunkel hier im Turm, weil jemand alle meine Fenster entfernt hat. Das ist auch immer noch bitterlich traurig. Aber hier hat man einen schönen Ausblick auf die Landschaft. Und hier ist unsere kleine Rutsche des Todes. Und zwar... Yes! Kann man hier rutschen und dann landet man mit ein bisschen... Oh, du hast hier eine Liane hingemacht. Ach, oh ja, ich muss da das bleibt man ja dran. Ach, ist nicht schlimm. Also man kann mit Skill, könnte man in diesem kleinen Loch landen. Aber Liane ist ja auch okay. Aber ansonsten landet man an der Liane und das ist Highlight. Tod entronnen. Was ist das Highlight? Ja, das Highlight. Das Highlight. Ist das das Highlight? Yes! Guckt euch dieses Schlafzimmer an. Was ich... Ich war verwirrt, weil du Highlight gesagt hast, obwohl ich es gebaut habe. Weißt du, was ich meine? Ich find's schön. Danke. Hier ist unser Schlafzimmer, ja? Wir wohnen alleine in diesem Schloss. Wir haben immerhin ein großes Bett. Wir haben den Kleiderschrank. Wir haben darüber noch Aufbewahrung. Wir haben Lichter für die Natur über uns. Dann kommt irgendwie der Sonnenaufgang über unser Gesicht. Wunderschön. Dann Wandbilder. Noch ein Fenster, ja, was wichtig ist, damit man hier auch die frische Luft kriegt. Richtig. Und einen Spiegel. Und das war's. Ansonsten haben wir hier noch einen kleinen Tisch. Für Ablage hier ist gerade so ein Teeservice. Und ansonsten, ja, es ist halt sehr klein. Richtig. Und unsere Möglichkeiten waren begrenzt. Haben wir auch gemacht, weil ihr seht Dschungel und Boden. Hier. Genau, hier Dschungel, da, Lian, da, zack. Richtig. Hier außen nicht, weil das wäre ja übers Grundstück raus. Farbe grün, Farbe blau, wunderschön. Alles erfüllt, ja? Also kann uns keiner was. Da kann uns überhaupt gar keiner was. Gut, das war unser kleines Schloss, falls es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Wie gesagt, wenn ihr andere Ideen habt, schreibt mir die gerne in die Kommentare, dann können wir das nächstes Mal machen. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen hoch da und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Dann verpasst ihr keine neuen Videos mehr. Schaut bei Easy vorbei und dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao!